Handball auf Sport 1. Hey! Präsentiert Ihnen die DKB. Wir haben im Vorfeld schon mit Dago Sigurdsson gesprochen, haben uns auch schon einen Beitrag angeschaut zu dem, was im Sommer los war im Handball, wie Dago Sigurdsson neuer Bundestrainer wurde. Über die Diskussion zur Doppelfunktion, auch Stefan Kretschmann hat seine Meinung dazu gesagt. Wie geht es Ihnen persönlich? Haben Sie wirklich gar keine Sorge, dass es Dago Sigurdsson zu viel werden könnte? Also die Entscheidung war ja sehr, sehr ausgewogen und auch mit ihm natürlich sehr, sehr lange diskutiert. Und er hat gesagt, er traut sich das zu, dass dieses Jahr so zu machen, dass er beides unter einen Hut kriegt. Wollen wir hoffen, dass es ihm dann nicht zu viel wird. Und ich glaube, das kriegen wir alle, wenn wir uns gegenseitig helfen, auch ganz gut hin, weil es ging darum, die beste Lösung für den deutschen Handball letzten Endes zu kreieren. Und die war aus den Gegebenheiten in der Übereinstimmung mit der Handball-Bundesliga und dem DRB-Präsidium Dago Sigurdsson. Wir haben mit viel mit den einzelnen Vereinen gesprochen und haben es gewollt. Und den Füchsen war es nicht zuzumuten, jetzt eine Woche vor Saisonbeginn sich noch einen neuen Trainer zu suchen. Jetzt müssen wir es ein Jahr lang hinkriegen, alle miteinander. Und danach steht er dem Deutschen Handballbund bis 2020 zur Verfügung. Und da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Stefan, wie schwer wird das trotzdem nachher in der Realität? Naja, ich meine, es ist zu vergleichen auch mit einer Champions-League-Saison eigentlich. Wenn du Champions-League spielen musst und Bundesliga, dann ist es auch eine Art Doppelbelastung. Die Champions-League haben die Füchse dieses Jahr für uns jetzt aus deutscher Sicht glücklicherweise nicht. Also kann Dago das vom Potenzial her schon schaffen. Und es ist auch der Zeitpunkt gekommen, nicht mehr daran zu zweifeln, sondern ihn zu unterstützen, ganz klar. Bob Dago war auch derjenige, der bei den Füchsen Berlin großartige Nachwuchsarbeit geleistet hat, mit Fabian Wiede und Paul Drucks, zwei Bundesligaspieler, entwickelt hat, die jetzt im Sommer mit der U20 den Titel geholt haben. Inwiefern erwarten Sie von ihnen, genau diese Spieler auch in die zukünftige deutsche Nationalmannschaft einzubauen? Also es wäre ein bisschen einfach zu sagen, ja, Drucks und Wiede, wir haben Jonas Tümmler, wir haben Kolja Löffler. Wir haben viele andere Spieler, die er im ersten Step ja auch entwickelt hat, die mittlerweile in der Bundesliga auch Spielen entwickelt. Also von daher, das ist aber genau der Weg, den wir ja gehen wollen. Auf der einen Seite Routine und die erfahrenen Spieler, auf der anderen Seite den Mut, was Neues in Bewegung zu setzen. Wir haben lange genug es versucht mit dem Kader. Leider Gottes nicht so erfolgreich, wie wir uns das alle vorgestellt haben, wie die Spieler sich das selbst auch vorgestellt haben. Letzten Endes gegen Polen war es verdammt unglücklich, das muss man auch fairerweise sagen. Aber nach drei herben Enttäuschungen war jetzt an der Zeit, was Neues zu versuchen. Und Dago Sigurdsson ist jemand, der genau das kann, der zum einen die alten Spieler führen kann, die auf ihn hören und die jungen Spieler motivieren kann. Und von daher glaube ich, dass wir damit eine gute Lösung für den deutschen Handball haben. Aber jetzt geht es auch ein Stück weit heute um die Füchse.